Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 21.1 von 7 Days to Die auf einem gemeinsamen Server mit Andrina Games und Julia Let's Plays. Und was hier gerade herunterlädt, ist eine ganz spezielle Welt, nämlich gar nicht die, auf der wir sonst spielen, sondern eine spielergenerierte Welt. Ich blende das hier mal ein. Ich hoffe, ich spreche es richtig oder falsch oder wie auch immer aus. Ich habe es euch mal da oben hingeschrieben. West Xufu Territory, wohl auch nochmal ein bisschen angepasst, damit wirklich alle Biome dort stattfinden. Wir haben diesen New World Server eingerichtet, um darauf Tests und Events und Experimente durchzuführen. Momentan ist dort eine Karte auch mit einem sehr viel höheren Schwierigkeitsgrad installiert, als das auf dem Classic-Server der Fall ist. Und ich wurde mehrfach eingeladen, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Und das werde ich nun hiermit tun. Ich habe Locations mitgeteilt bekommen. Ich werde mal gucken, ob ich da Spieler finde, gucken, was da gebaut wurde. Einfach mal so als Special, um auch hier mal einen Blick reinzuwerfen. Ich werde mich dann gleich auf dem Server mal entsprechend vorbereiten. Bin ja bis jetzt, also auf dem Server schon, aber auf der neuen Karte noch nicht gewesen. Deswegen muss ich da gerade noch was deichseln, bevor es losgehen kann. So, herausgekommen bin ich hier in der Nähe von so einer Blockhütte, so einer Rangerstation. Und wenn ich das richtig sehe, müsste irgendwo im Nordwesten, müsste es irgendwo eine Stadt geben. Aber jetzt kriegen wir schon brutal schlechtes Wetter hier. Ja, ich musste mich natürlich hier mega pimpen, dadurch, dass das hier wahrscheinlich ein einmaliger oder zweimaliger Besuch, mal gucken, wird und ich auch ein bisschen zeitlich begrenzt bin, musste ich mich hier ein bisschen pimpen, weil ich mir mit den ganzen Quests und Aufleveln und so weiter, das hätte ich zeitlich nicht geschafft. Aber ich möchte wenigstens mal in irgendeine Stadt einen Blick reinwerfen. Und mal wenigstens eine besondere Location hier mir mal angucken. Ich glaube irgendwie die Zuckerberg Villa oder irgendwie so wurde mir das angekündigt. Wenn mich nicht alles täuscht. So, naja, nordwestlich ist anders, ne? Nordwestlich ist, hier ist nordwestlich. Marlene, hallo. Marlene, auf Wiedersehen. Ich habe mir das denn vorher richtig angeguckt, dass hier wirklich eine Stadt kommt. Auf jeden Fall schon mal ein Gebäude, was hier zu sehen ist. Ja, es gibt hier wohl viele verschiedene Stadtzentren, interessante Pois und ja, vielleicht natürlich auch einfach mal eine Abwechslung zu den sonstigen regenerierten Karten, die es so gibt. Und wobei ich persönlich in der laufenden Entwicklung von 7 Days to Die Neverskin immer deswegen bevorzuge, weil das ja die Karte ist, an der die Funpimps arbeiten, wo die neuen Pois reinkommen, wo die neuen Funktionen reinkommen. Also nichts gegen spielergenerierte Sachen und auch Mods, egal ob man die installieren muss oder Server-Sides-Mods. In allen Ehren. Ich selber habe ja auch eine ganze Weile Undead Legacy gespielt und versuche mich da auch immer auf dem Laufenden zu halten, was es da so Spieler generiert gibt. Gar keine Frage. By the way, Server-Side-Mods, da kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen was leaken an der Stelle hier. Es gibt tatsächlich die ein oder andere Server-Side-Mod, die ich gerne hier ausprobieren möchte. Und wenn das gut klappt, dass wir die dann auf den Classic-Server übernehmen können. Muss ein bisschen besser, schöner, schicker, interessanter, wie auch immer zu machen. Lasst euch überraschen, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht, dann haben wir Pech gehabt.
Private Property. Tür verschlossen, aber direkt daneben das Tor. Sperrangelweit offen. Es ist duster. Im Hellen wäre mir das jetzt alles lieber. Ist auch zu. Hat jemand Licht angelassen? Wo ist denn hier der reguläre Eingang? Also ich meine der, der immer irgendwo mal offen gelassen wird. Verschlossen. Verschlossen. Aber hier. Ich dachte gerade, für den ersten Moment habe ich nicht das Gittertor gesehen. Habe ich gedacht, hier hätte jemand Gleise für eine Lok gelegt. Verschlossen. Okay, hier liegt Loot rum. Auch wenn wir nicht lang hier bleiben. Macht es ja richtig hier ein Edelanwesen. Noch mehr? Tschüss. Na? Ah, da. Uiuiui. Sportmord. So, wo geht's hier weiter? Hier kommen wir her. Boah, dunkel. Muss mal ein bisschen für ein bisschen Licht sorgen. So, mal gerade ein bisschen Licht hier organisiert, damit wir hier auch bei dem trüben Wetter und in der Dunkelheit weitermachen können. Wo geht's denn hier weiter? Muss ich aus dem Fenster springen? Hallo, möchtest du mit mir Tennis spielen? Offensichtlich nicht. Das ist aber eine Location, die nicht neu ist, oder? Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Mit dem Pool? Hier war ich doch, glaube ich, schon mal mit Twitch-Integration unterwegs. Da haben wir geguckt, ob die Boss-Horde kommt, wenn wir uns im Wasser befinden. Leider hier alles Betonbälle oder so. Ich dachte, ich könnte jetzt galant draufspringen. Okay, also die Location können wir schon mal. Ich würde mich hier mal so ein bisschen über die Karte bewegen und mal gucken. Huch, hallo Hund. Was ich noch so finde oder ob ich vielleicht einen Spieler finde und wir dann mal ein bisschen Fliege an der Wand oder Mäuschen spielen können, ganz heimlich. Mal gucken. Ich glaube, ich habe jemand aufgestöbert, beziehungsweise habe ich jemand schießen gehört. Hier irgendwo. Tja, die Frage ist nur, wo ist derjenige? Da haben wir jemanden, wo wir ein bisschen eine heimliche Mitführung machen können. Wer immer das ist. Das ist mal fein gelootet hier. Könnte ich nicht besser machen.
Ja, spürt er, dass ich in seiner Nähe bin? Der kalte Hauch des Dachs in seinem Nacken. Soll ich mich mal für dich mit umgucken? Oder liegt es vielleicht an der Kondition? Na, gehen wir rein. Das würde ich ja minimal feiern, hier ein bisschen Action zugucken zu können. So, war nichts mit reingehen. Aber so schnell geben wir nicht auf. Okay, klar, Zeitschriftenpakete und so weiter looten. Das ist wahrscheinlich so die Daily-Loot-Tour hier des Kameraden oder der Kameradin, die wir hier sehen. Ich denke mal, ein Minütchen können wir noch hier bleiben, wenn da nichts Herausragendes passiert. Gucke ich mal, ob ich noch jemanden finde. Und dann natürlich auch noch die empfohlene Zuckerberg-Villa noch anzuschauen. Zumindest mal durchzulaufen. Oder mal von außen wenigstens anzugucken. Na, vielleicht kriegen wir ja auch noch mal zu Hause hier von irgendwem zu sehen. Also das war hier nicht nur mal eben gucken, nur mal eben Dampf ablassen und einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen, sondern der ein oder andere hat sich hier gleich häuslich eingerichtet. Ach, guck mal, Ricola. Das scheint einer von den neuen Mitspielern auch zu sein hier. Okay, zu unserem fertigen Gebäude häuslich eingerichtet. Warum nicht? Das bietet sich ja an. Und wo sind wir hier? Oh. Bei dir zu Hause? Scheinbar. Okay, man hat hier in relativer Nähe zueinander sich häuslich eingerichtet. Ja, es bietet sich ja auch total an. Okay, hier auch nochmal mit Stachelfallen draußen. Dann mit diesen Säulen, dass man durchschießen kann. Ja, und mit Pool. Hier hat jeder Pool. Ohne Pool geht hier nichts. Ja, macht einen schlanken Fuß optisch. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Okay, wir haben noch jemanden gefunden. Wollen wir mal ein bisschen beim Bauen zugucken können. Was ein Zufall, also wirklich nichts hiervon abgesprochen. Niemand weiß, dass er hier an dieser Stelle verewigt wird. Aber angesagt war und das nicht umsonst. Jederzeit kann jeder überall aufgezeichnet und veröffentlicht werden. Aber da steht ja nur auch nicht der Echtname und die Wohnadresse dran. Also insofern ist das so oder so aus meiner Sicht recht unproblematisch. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, wie euch solche Spezialausflüge gefallen. Egal ob jetzt New World oder Classic Server oder überhaupt in dieser Art und Weise Dinge zu zeigen, würde ich mich sehr über eure Meinung freuen. Schade, dass es langsam aber sicher hier schon auf den Abend zugeht an diesem Tag. Da können wir natürlich nicht mehr so gut zugucken. Lass mal gucken, also es scheint ja
Also wenn derjenige hier wohnt, Respekt. Aber ich denke, es wird ja eine ganz spezielle Hordenfalle hier. Hier hinten mit Klappen drin. Und wahrscheinlich... Ich wollte nicht schießen. Entschuldigung. Ist aber auch nichts kaputt gegangen. Sorry, wenn ich dich erschrocken habe. War keine Absicht. Okay, ach, das ist ja auch interessant hier. Mit den ganzen Geschütztürmen. Die Jungs und Mädels, die haben das ja auch alles so unheimlich schnell zusammenbekommen, ja. Vom Leveln hier. Vom Forschen her, also das ist schon sehr imposant. Okay, und hier? Mit so einer Gitterstruktur drüber, dass man auch von oben noch mitmachen kann. Ja, spannend. Gut, ich denke, ich schaue mich dann noch mal ein bisschen weiter auf der Karte um. So, in Anbetracht der Tatsache, dass es hier bald dunkel wird, bin ich jetzt einfach mal hier so übers freie Feld und habe mal geguckt, wo wir vielleicht noch einen Blick reinwerfen können, bevor die Nacht einbricht. Da ist mir hier ganz zufällig das hier in den Weg gekommen. Mal gucken, was ist es? Ranger Station Echo, da bin ich doch gerade schon gewesen, oder? Das ist nicht da, wo ich angefangen habe. Bin ich jetzt zufällig wieder gelandet, was? Na, darf ich da nicht rein? Vielleicht kriechend oder so? Na doch, das geht. Huch. Guten Tag, auf Wiedersehen. Noch mehr? Von wo? Kann ja eigentlich nur von da sein. Hä? Oder auf dem Dach? Trappel, Trappel, das macht mich immer völlig verrückt. Ah, da. Tschüss. So, geht's jetzt hier unten weiter? Ne, hier ist... Schlossen. Jetzt alle von draußen. Bin ich denn hier irgendwie weiter lang? Doch, hier. So. Hier immer noch welche trappeln. Wanderhorde oder was ist hier los? Na? Mal gespannt, was hier nachts los sein wird. Da gucken wir auf jeden Fall auch noch mal kurz. Ich werde mal zusehen, dass ich irgendwie aufs Dach komme. Okay. Okay. Tja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, langsam aber sicher bricht die Nacht herein in Wisk-Sifu. Weiß der Pilz. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie nachts feral ist oder so. Müsste ich mal zurückspulen auf den Screenshot, den ich am Anfang gezeigt habe. Aber auf jeden Fall ist der Schwierigkeitsgrad hier auf dem Server deutlich angezogen. Ich habe mich hier mal verzogen auf die andere Seite. Oh, geht schon los. Besuch von... Was zum Geier? Abflug! Ich habe fast ein bisschen Anspannung, als würde ich auf die Blutmondnacht warten.
Dabei ist es nur eine ganz reguläre Nacht und solange hier keine Zombies in der Nähe sind, dürfte ja eigentlich auch sowieso nichts passieren. Können ja vielleicht noch mal ein bisschen da in die Hütte reinlaufen, wenn wir da irgendwie reinkommen, in die Ranger Station. Na, da drin das Fernsehen an. Tür zu. Ja, aber irgendwo kloppt ein Zombie. Was ist das hier drin? Emergency Broadcast System. Oh Gott. Einmal von da oben runtergefallen. Verschlossen. Dieses Getrapple, das macht mich fertig. Jetzt aber Schluss. Irgendwo müssen aber noch welche sein. Wo versuchen die denn durchzubrechen? Irgendwo von hier draußen? Wo seid ihr denn? Versuchen sich auf jeden Fall zu mir durchzuarbeiten. Hier hinten käme ich aber runter. Huch. Okay, achso, hier wäre jetzt questmäßig rauflaufen dran gewesen. Wenn wir denn der Quest folgen würden. Wenn wir denn eine hätten. Ach Gottchen. Ist da hinten irgendwo runtergefallen? Lasst mich bloß in Ruhe. Ich glaube... Oh. Ich glaube, ich mache mich jetzt einfach mal aus dem Staub hier. Wenn ich hier irgendwie wegkomme. Hund? Okay. Jason Dux auf der Flucht. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ob hier auf dem Server oder anderswo oder in einem ganz anderen Spiel. Kann es euch noch nicht sagen. Werde ich verfolgt? Ich höre doch hier was. Wie die Verrückten. Okay, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.